Moin Leute, herzlich willkommen auf unser Kanal Mathe leicht gemacht. Im achten Video der Playlist schauen wir uns die kumulierte Binomialverteilung an. Diese Folie ist wahrscheinlich die schlimmste für euch in dem Video, weil ihr noch nicht wisst, was soll der ganze Mist. Falls ihr euch fragt, ansammeln heißt kumuliert. Wir schauen uns jetzt hier diese Formel an und erklären euch, woher das kommt und was uns das bringt. Ansammeln gleich heißt. Ja. Wir haben eine Aufgabe und da steht gleich höchstens drei Treffer. Höchstens drei Treffer haben wir im letzten Video schon gezeigt. Heißt ja, kein Treffer, einer, zwei oder drei Treffer. Hier, viel zu viele Finger hier, 0, 1, 2, 3. Ne? Diese Möglichkeiten gibt es und das ist sozusagen einfach so eine Tabelle. Für k gleich 0 kann man das ausrechnen. Die Wahrscheinlichkeit für 1, 2 und 3. Jetzt müsste man die alle 3, alle 4 sozusagen addieren und dann weiß ich die Wahrscheinlichkeit für höchstens 3 Treffer. Und jetzt geht es aber einfacher. Jetzt geht's los. Kumulativen Verteilungsfunktion, so heißt das. Hilft nichts, so heißt es einfach. Ja. Aber wie gesagt, das Kumulierte müsst ihr einfach nur wissen, das ist kumulierte Binomialverteilung. Das ist sozusagen der Standardbegriff, der Hauptbegriff. Höchstens drei Treffer. Habe ich eben gesagt, kein Treffer, einer, zwei und drei. Das könnte ich alles aufschreiben, indem ich jetzt 0, 1, 2, 3 in die Binomialverteilung jeweils eingebe und addiere. Haben wir gerade gesehen. Und jetzt haben die Mathematiker sich überlegt, das können wir aber abkürzen. Wir haben keine Lust, so viel zusammen zu addieren. Nachher geht es bis 10, höchstens 10. Dann denkt ihr, was? Habe ich doch keine Lust. Dann bricht jeder die Aufgabe ab, weil er keine Lust mehr hat. Verständlich. Und dann wurde etwas Neues eingeführt. Genau diese Funktion. Die nennt man jetzt f von 5, 0,8 und 3. Und das heißt, das ist nichts anderes wie alle bis zum dritten zusammen addiert. Das heißt, höchstens 3, wenn hier eine 3 steht, bei dieser f-Funktion, heißt das nichts anderes wie alles bis zu 3, von 0 bis 3 aufaddiert. Einschließlich die 3, ne? Einschließlich, kumuliert, aufaddiert. Ja? Das heißt hier, nochmal ein bisschen, das ist ja was für Theoretiker, alle anderen können wir auf durchzuschalten, nennt man ein Summenzeichen. Und dieses Summenzeichen heißt nichts anderes, ich summiere von 0, das was unten steht, bis hier oben. Das heißt, in dem Fall 0, 1, 2, 3. Ja, das ist sozusagen ganz allgemein ausgedrückt. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass ihr sozusagen einfach versteht, dass mit dieser kumulierten summiert man was auf von 0 bis zu einer Zahl, die ich eingebe. Üben wir einmal anhand dieses Beispiels. Probiert mal und pausiert. So, wir müssen erstmal wieder die wichtigen Informationen für uns aus dem Text raussuchen. Ne? N ist gleich 10. Warum ist es nicht 100? Gut, wenn wir uns das hier genau durchlesen. Es werden 10 ausgewählt und von diesen 10 sollen 2 kaputt sein. Deswegen ist n gleich 10. Ist egal, ob man die von 1000 auswählt oder von einer Million. Genau. Ich habe 10 Stück. Höchstens 2 soll kaputt sein, das heißt k ist 2. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine defekt ist, ist 5%, das heißt 0,05 ist unser p. So, und was jetzt gesucht ist, gesucht sind höchstens 2. Das heißt, 0 ist okay, 1 ist okay und 2 ist okay. Das heißt, wir können das mit der kumulierten aufschreiben. Und das sieht dann so aus, ne, kumuliert. N ist gleich 10, Wahrscheinlichkeit ist 0,05 und 2. Das heißt, nochmal überlegt, das ist jetzt nichts anderes wie aufsummiert von 0, 1 und 2. Können wir das mit hier mit abkürzen? Besser geht es auch gar nicht, oder? Genau, und das können wir einfach in Taschenrechner eingeben und dann kommen wir auf das Ergebnis von 98%. Wichtig ist hier, ihr seht den Unterschied, hier steht ein B immer davor. Ne? Ja. Ein B steht für die normale Wahrscheinlichkeit, genau diesen Treffer zu kriegen. Und dieses F heißt nicht genau dieser Treffer, das heißt höchstens bis dahin. Das heißt, es wird aufsummiert. Also zwischen F und B müsst ihr jetzt immer unterscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, das nochmal anschaulich gesehen, genau das, was ich gerade gesagt habe. 0, 1 und 2, so würde das Histogramm dazu aussehen, dass man sieht, dieses Kumulierte heißt nichts anderes. Ich summiere sozusagen mehrere Blöcke auf, in diesem Fall nur 3. Aber es wird auch mal irgendwann so sein, dass es vielleicht 10 ist. Und dann macht das Kumulierte macht ganz, ganz viel Sinn. Ja? Ja, im nächsten Video zeigen wir euch, wie wir das ausrechnen. Man kann das einmal in Taschenrechner eingeben oder man kann es wieder aus so einer Tabelle ablesen. Zeigen wir euch, dann seid ihr da auch auf der sicheren Seite. Bis gleich, ne? Ciao. Ciao.